Mitzvah van de Tag. De Rambam erzählt ons dat es gibt bij Juden een grote Wert gelegd op spirituele Reinheit. Het is niet etwas, wat je met de hand aanfassen kan. Insgesamt gibt es 13 Arten van Reinheit en Unreinheit. De eerste is aanfassen einen Kadaver. Die anfassen einen Sheretz, einen kleinen Tier, die läuft auf dem Boden. Anfassen einen Essen, die nicht rein ist, die in Kontakt war mit was Unreines. Die vierte ist die Unreinheit von, manchmal, wenn eine Frau, muss in die Mikve gehen, oder wenn eine Frau ein Kind bekommt, wenn ein Mensch einen Ausschlag bekommt, wenn ein Mensch Ausschlag auf seine Kleidung oder Ausschlag auf sein Haus bekommt. Oder wenn ein Mann, wenn etwas von seinem Körper rauskommt, die macht ihn unrein. Oder eine Frau. Oder wenn ein Mensch kommt in Kontakt mit einem Toten, jemand, wo die Seele schon weg ist. Die Seele bleibt immer rein, aber die Leiche, die Mensch selber nicht. Und schließlich derjenige, die Kohen, die spritzt dem besonderen Wasser auf die Menschen wird auch unrein. Und hier lernen wir, wie wichtig es ist, rein zu sein. Die erste Sache ist rein in unsere Gedanken. Was wir denken, manche Leute denken, was ich denke, ist meine Sache. Nein, was du denkst, wirkt auch auf dir. Ein Gedanke ist ein Tat. Du denkst gut über jemanden, es wird eine gute Sache jetzt gemacht. Du hilfst dem Menschen. Wenn du denkst böse über jemanden, wird etwas Schlechtes gemacht. Deswegen die Gedanken, die reinen Gedanken, ein Mensch soll auf seine Gedanken herrschen. Ein Mensch soll auf seine Gedanken herrschen, auf seine Gedanken führen. Heute ist 21 Tage im Monat Tammuz, wir machen keine Shechianu in diesen Tagen, auch im Shabbos. Gott sagt, macht von mir ein Tempel und ich werde in euren Tempel sein. In jeder Jude gibt es ein kleines Tempel im Herz. Und genau wie die Heiligkeit geht nie weg vom Tempel in Jerusalem, geht auch die Heiligkeit nie weg von dem Tempel in jeder Jid. Jeder Jid drin hat ein Tempel, hat eine Heiligkeit in seinem Herzen.